So, und dann kann Vicky da auch drauf. Vicky ist immer das bravste Schweinchen. Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Hallo. Heute wiegen wir unsere Schweinchen und wir wollten euch mal zeigen, wie schwer die Wiegis so sind und wann und wie oft und warum wir sie überhaupt wiegen. Also, wir wiegen immer unsere Wiegis einmal in der Woche zum TÜV. Warum wiegen wir die Schweinchen einmal pro Woche? Das hat einfach den Grund, dass Meerschweinchen halt Fluchttiere sind und sehr gut darin sind, ihre Krankheiten zu verstecken. Und gerade das Gewicht ist immer ein sehr guter Indikator für Krankheiten. Denn gerade wenn da große Schwankungen drin sind, ist das meistens ein Hinweis darauf, dass irgendwas nicht funktioniert und man sollte das dringend mit dem Tierarzt einmal abgeklärt haben. Wenn bei uns die Schweinchen zum Beispiel auffällige Gewichtsveränderungen haben, dann wiegen wir diese auch öfter als einmal pro Woche, zum Beispiel alle 2 Tage oder gerade auch wenn bestimmte Krankheiten bekannt sind durch einen Tierarzt, wo man aufs Gewicht einfach achten muss, weil es auch sehr schnell abbauen kann, wiegen wir die Schweinchen auch durchaus mal täglich. Man sollte auf jeden Fall einmal wöchentlich wiegen, um halt wie gesagt Krankheiten auszuschließen und dann auch am besten immer um die gleiche Uhrzeit, weil wenn man die einmal morgens wiegt und einmal abends, haben sie ja ganz andere Gewichte, auch je nachdem, ob sie vorher gefressen haben oder nicht. Deswegen machen wir meist so gegen 18 Uhr TÜV. Da hat Hina ihre Medikamente schon bekommen und hat da auch schon eine Mahlzeit, beziehungsweise alle hatten dann eine Mahlzeit und dann bleibt das Gewicht halt immer ähnlich. Wir schreiben uns die Gewichte auch immer auf. Ich kann die mal einblenden. Dort sehen wir dann auch immer, wie viel dann Verlust war oder nicht, also ob das Gewicht halt immer weiter sinkt. So haben wir zum Beispiel auch bei Milka gesehen, bevor sie dauerbronselig wird, dass sie sehr stark an Gewicht verloren hat, also über 150 Gramm. Das ist halt für ein ausgewachsenes Meerschweinchen schon sehr ungewöhnlich. Ja, und dann kam halt die Dauerbronseligkeit hinzu und halt die geschwollenen Zitzen und der geschwollene Intimbereich und das hat halt alles zusammen mit den Zysten. Also das hing alles zusammen mit den Zysten. Deswegen ist sowas immer ein sehr, sehr guter Indikator. Zum Beispiel, als Hina aufgegast war, hat man das ja zuerst auch gar nicht so gut gesehen. Also sie mochte halt nicht fressen, aber dort hatte sie auch schon über 100 Gramm abgenommen. Das ist halt für so ein kleines Tier ganz schön viel. Bei so Themen wie mit der Aufgasung bei Hina zum Beispiel war das Wiegen auch ein guter Indikator, ob es halt irgendwann besser ist. Weil wir waren halt beim Tierarzt, haben dann halt auch die Mitteilung gekriegt, dass wir halt zufüttern müssen, um halt dann entsprechend die ganze Darmflora wieder anzulaufen zu kriegen. Und da ist dann auch regelmäßiges Wiegen, weil irgendwann nimmt man halt den Pöbelbrei immer weiter zurück und stellt dann durch das tägliche Wiegen halt irgendwann fest, hey, okay, sie schafft es von der Selbsternährung wieder ihr Gewicht zu halten. Und das zeigt halt, dass das Schweinchen auch genug ist in dem Moment. Genau. Also das Gewicht ist ein wichtiger Indikator für Krankheiten. So, und jetzt geht's mal direkt zum Wiegen. Ich bin mal gespannt, was die Wiegis so auf die Waage bringen. Ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure Schweinchen so wiegen. Weil es gibt natürlich ein paar Prachtwurm, die über 1,5 Kilo wiegen und es gibt natürlich auch ziemliche Leichtgewichte, die dann nur 800 Gramm auf die Waage bringen. Aber ich kann schon mal spoilern, dass unsere Wiegis nicht unter 1 Kilo wiegen. Aber das ist vollkommen im Rahmen, die sind auch nicht zu dick, das ist alles tierärztlich abgeklärt, die haben ja auch unterschiedliche Staturen. Und ja. Dann viel Spaß mit den Wiegezehen. Und anfangen tun wir mit Rookie. So, kleine Maus, dann gucken wir mal, wie schwer du geworden bist, ne? Rookie ist jetzt auch gut, etwas über ein Jahr alt. 1170. Ich meine, da hat sie nicht viel zugenommen oder abgenommen zum letzten Mal. Also Gewicht gehalten, das ist sehr gut. So, weiter geht's mit der süßen Nami-Maus. So, Nami, guck mal, wie viel du zugenommen hast. Ich glaube, wenn du dein Gewicht gehalten hast. Jupp. 1148. Das müsste auch gehalten sein. So, und dann geht's gleich zum TÜV, ne Maus? Was sagen Sie dazu? Gar keine Lust, ne? Nami findet Waage und TÜV immer richtig doof. Ein paar Gramm hat sie auch verloren durch das Fell. Ja, stimmt. Kannst mal eben zeigen. Ja, wir waren ja mit Nami schon beim Ultraschall. Und da hat sie halt auch ein bisschen
Bauch verloren, aber das ist jetzt schon eine Woche her, also das ist wieder gut zugewachsen. Ne, Maus? Weil im Mai wird sie ja auch kastriert. So, dann geht es jetzt weiter zum TÜV, aber den zeigen wir euch in einem anderen Video. Weiter geht es mit unserem dicken Weiß. Das ist ein Schiroi. Genau. Auf Instagram wissen die Leute schon, wie viel sie wiegt. Ihr könnt jetzt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, bevor Timo sie darauf stellt, wie viel sie wiegt. Ja, 1699 Gramm. Also Shiro hat ein bisschen abgenommen, aber wie man sieht, füllt sich halt auch die Waage gut aus. Sie ist ein ordentliches Schweinchen, ne Schatz? Du bist ordentlich. Jetzt ist 1700. Na, was schreiben wir denn auf, ne? Ne, wir schreiben 1699 auf. Hat sie fein gemacht. Eine kleine Maus. Und jetzt geht's noch weiter zum TÜV, ne? Genau. So, und Hopsasa, einmal zum TÜV. Danach geht's lecker, Lies. So, weiter geht's mit unseren Kastraten in der Runde, ne, Bonbon? Er will euch auch sein Gewicht präsentieren. Mit Sicherheit freiwillig. Natürlich freiwillig. Du weißt auch, wie sehr sie es lieben, gewogen zu werden. 1343. Das hat er auch gut gehalten. Ein kleiner Süßmann? Nee? Keine Lust, ne? Ja gut. Dann weiter zum TÜV. Genau. Ja, komm her. Hopsasa, dann einmal hier in die TÜV-Box. Ja. Wenn die Null angezeigt wird, findet Bumi das natürlich viel besser, ne? Basilikum geht immer, ne? Aber wir haben ja auch noch Dill. Das hast du richtig fein gemacht. Die anderen haben natürlich auch immer was bekommen. Weil Belohnung ist wichtig. Weiter geht's mit unserem ältesten Schweinchen, ne Schatz? Die hat auch richtig Bock aufs Wiegen und auf den TÜV eh. War natürlich nicht ernst gemeint. Die haben alle keinen Bock auf sowas. Nee. So, Mel, wie viel wiegst du denn dann? So. Kannst du auch mal ein bisschen weiter in die Mitte setzen. So, kannst du ein Stück nach vorne? Ja, okay, passt schon so. Meinst du? Ja, 1140. Ich habe ja die Hand hier, falls sie nach hinten kippt. Ja, willkommen. Was sagen Sie dazu? Nee. Keine Lust. Gib mir ein Basilikum, meinst du? Nicht? Was sagen, ich muss, glaube ich, eher Dill geben, aber Basilikum geht anscheinend auch. Ja. Süß Maus. Dann geht's jetzt auch weiter mit dem TÜV. Ich sehe mittlerweile auch richtig gut aus, überall Haare. Jetzt wiegt ja auch ein Gramm mehr. Hier ist noch Dill von dem Vorgänger. Ja, da hat sie auch Bock drauf. So, als nächstes kommt unsere kleine Sweeky. Wie? Wer uns auf Instagram verfolgt, weiß, dass Wiki uns auf Reisen begleitet und immer mal wieder Selfies dort postet. Ich meine, in ein oder anderem Video kam Wiki auch schon mal vor. Und jetzt schauen wir mal, wie schwer Wiki ist. Erstmal gucken, wo der Handknopf ist. So, und dann kann Wiki da auch drauf. Wiki ist immer das bravste Schweinchen. Ja, 114 Gramm. Hui, da kann Wiki aber gern noch mal was zunehmen. Kann auch mal eins davor, wenn es in unsere Gruppe passen soll. Ja, dann ab in die TÜV-Box. Und dann fehlt gleich nur noch China. Ja, komm her, Wiki. Und gleich kommt noch China. So. Dann fehlt noch unsere kleine Hini-Maus. Ne, Maus? Hm? Aktuell hält sie sich wieder ganz tapfer. Aber das ist immer aktuell ein Auf und Ab mit ihr. Aber immerhin hält sie ihr Gewicht gut. Na, guck mal, wie schwer du bist, China. Ja, sie war auf jeden Fall bisher immer unser Leichtgewicht. 1071. Ne, Schatz? Das passt, aber sie hat ihr Gewicht gehalten. Ja, das hast du richtig fein gemacht. Jetzt geht's noch ab in die TÜV-Box. Und dann wird getüft. Du bist auch mit eins der bravsten Schweinchen, ne? Ja. So, mal hier mit rein. Du willst nur mal nach oben über die Hand wegklettern, ne? Ja, Hini ist einfach eine kleine Süßmaus, ne? Hier noch ein bisschen Dill für dich. Ne, kein Dill. Na gut.
Unsere TÜV-Box ist übrigens nur so eine IKEA-Box. Einfach Pipi-Pad rein und das passt. Die Schweinchen springen da nicht raus. Na gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Die Gewichte sind auf jeden Fall sehr individuell. Man hat ja auch gesehen, dass Shiroi ein bisschen mehr wiegt. Aber das ist gar nicht schlimm, weil sie ist eine Rosette und in ihrer Ahnentafel waren noch mal Kuis. Deswegen ist sie wohl ein bisschen schwerer. Aber der Rest hat sich ja gut eingependelt. Bumi bei 1,3 und die anderen so bei 1,1, würde ich sagen 1,2 ungefähr. Hina ist unsere leichteste. Bei Hina ist immer nur wichtig, dass sie über einem Kilo bleibt, ne? Ja, das ist ihr Idealgewicht, würde ich mal sagen. Dann ist alles erstmal gut. Na gut, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Und wenn ihr nichts mehr von den Wikis verpassen wollt, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Und wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns auch über ein Like freuen. Ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie viel eure Schweinchen wiegen. Ob das eher so Leichtgewichte sind oder halt auch so Brocken wie Shiroi. Shiroi ist halt echt ein Brocken. Ja, Hina hat da gar keine Lust. Kleine Süßmaus. Tschüss. Tschüss.